Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Also, das letzte Mal sind wir hier heraufmarschiert und haben da also ein, zwei Leute kennengelernt, wo ich keine Ahnung habe, wo der jetzt sind. Ja, für mich ist doch immer Samstag, ich habe keine Ahnung, heute ist einfach so der Tag, wo ich so richtig Bock habe aufzunehmen. Wer bist du? Bori. Bori, ja. Angei. Oder wie wird der ausgesprochen? Angeier? Eure Ausbildung macht gute Fortschritte, Drachenblut. Erzählt mir etwas über die Graubärte, würde ich mal sagen. Wir lernen den Weg der Stimme gemäß den Lehren unseres Gründers, Jürgen Windrufer. Nur sehr wenigen ist es erlaubt, hier in Hochrodgar mit uns zu lernen. Aber in eurem Fall, Drachenblut, ist es uns ein Vorrecht, euch zur Beherrschung eurer Stimme führen zu dürfen. Was ist der Weg der Stimme? Die Stimme war ein Geschenk. Obwohl dieses Geschenk oft missbraucht wurde, dient die einzige wahrhaftige Verwendung der Stimme der Verehrung und dem Ruhm der Götter. Ihr könnt nur dann ein wahrer Meister der Stimme werden, wenn der Geist in eurem Inneren mit euren äußeren Handlungen im Einklang ist. Wir versuchen, dieses Gleichgewicht zu erreichen, indem wir den Himmel, Kynarets Reich und die Anwendung der Stimme studieren. Ja, aber das... Möge der Himmel euch leiten, Max. Möge der Himmel mich leiten. Okay, ich hab gerade keine Ahnung, was ich tun sollte. Weil da steht nämlich nichts. Schauen wir mal in die Quest-Szene. Schlammhaus. Jalmarsch. Okay, wo ist das? Geht. Waldheimer-Türme? Nein. Nein. Entfernen. Wächtersteine, Ödsturz, Helgen, Wustengraf, Windhelm, Interface, Dämmerstern, Einsamkeit, Mortal, Wustengraf, Falkenring. Ja, aber wo ist das? Einsamkeit, Ustengraf, Winterfeste, Windhelm, Waldheimer Türme, Riftton. Helgen. Ja, bravo. Ustengraf, okay. Besser lesen hätte es gebraucht. Also, Ustengraf. Okay, also, als kurze Information, die Nebenmissionen. Wie nicht machen, weil das sonst ordentlich in die Länge gezogen wird. Oder mal schauen, vielleicht dann auch noch ein Haupt-LP. Oder auch der Story. Vielleicht noch so reinschauen ein paar Mal. Auf jeden Fall weiß jetzt, wo ich hin muss. Okay, zurück zu den Nebenquests. Ja, die werden vielleicht
eventuell wäre möglich. Wer weiß, vielleicht, eventuell kommen sie ja noch der Hauptstory. Jetzt höre ich. Favorit, das ist auf 6, dann haben wir das auf 7 tun. Ich glaube, das werden wir jetzt etwas mehr zum Reisen verwenden, die gesamten Sprintkrempel da, den wir da gekriegt haben. Ich finde das einfach jetzt total episch. da muss ich immer lachen anfangen, aber wir haben da oben so abklingt, seit es aufhört. Das finde ich eher gesagt schade, aber man kann ja nicht alles hören. Leider. Kann man die Abklingzeit reduzieren? Schreibt es in die Comments bitte. Würde mich wirklich interessieren. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Kollegen, den Troll da, da marschieren wir gleich oben, oben. Könnte man eigentlich auch probieren. Darunter marschieren. So, bewegen wir uns ein bisschen Offroad der Wege. Mal schauen, was das alles auf uns wartet. Wie das aufschaut, ist da unten schon so ein Gebilde. Für was ist das gut? Scheint irgendein Grab zu sein. Wird mir das auf der Map angezeigt? Nein, wird man nicht. Geh da hin. Nein, ich gehe später dorthin. Wer weiß, vielleicht ist der ja noch drin, was mich schon wieder umbringen will. Mal schauen, ob wir da runter marschieren können, ohne dass wir direkt verrecken. Nein, immerhin das erste Mal Schaden haben wir gekriegt beim Movie spazieren. Man, es macht jeder wahrscheinlich keiner da einfach oben rennen, aber wir machen es einfach, weil wir es können. Ne? Flusswald! Bravo! Das ist ja unser Start dort. Hat sich wirklich ausgezahlt da oben zum Rennen. Wäre so The Sleeping Giant in. Ja. Es wäre so wie heißt das, Schmied oder Händler. Vielleicht wieder mal praktisch, damit wir Zeug loswerden können. Weil da schlafen schon alle, wie es aufhört. So. Theoretisch könnt ihr einfach querfeld ein. Windhelm Riften. Weißlauf steht da. White Run.
nix wegrennen. Mit ganzer Liebe, ich mach nix. Ja, jetzt bist du im Wasser, Bro. Ja. Kann man schon einiges machen da. Mir gefällt es auch mehr, wenn man wo unterwegs sind, wo es nicht so weiß ist, unter Anführungszeichen. Weil dann kann man da schauen, ohne dass man da blind wird. Hol den Bogen aus, mein Lieber. Mal schauen. Ob ich triff. Ne. Doch! Erstmal F5. Den großen Bogen um den machen. Weil der hat uns ja einmal mit einmal ausholen weg, leider. So, da haben wir dann so eine Wache. Pelagierhof, da waren wir ja auch schon. Hühner darf man nicht töten. Sollte man besser nicht ausprobieren, sonst kann arg schief gehen. Du musst ein Pferd mitnehmen, gehen wir Pferd klauen. Aufschließen, Stelle von Weißlauf, Novize. Ist das der Schwierigkeitsgrad? Wahrscheinlich. Stehlen. Keine Ahnung. Mache ich nicht. Fällt er auf? Ja, auffallen wird sicher. Dahin tu mich muss ich. Ja, passt. Erstmal Querfeld einsuchst du, dann sind wir schneller. Nimm ich? Nein, nimm ich nicht. Weil der Typ sind wir nicht, oder? Ach, wisst wo sie riskiert. Das haben wir eventuell schneller. Weil dafür wird Dodon wahrscheinlich nicht mehr sehen lassen. Yay! Ja komm! Da drüber, kannst du da drüber springen, ne? Was bist denn du für ein Pferd? Kannst du sprinten? Passt, jetzt geht's schon schneller, ja. Ja, freu mich. Kann ich nicht? Nein, kann ich nicht. Schuld. Kommt man das jetzt so vor, oder bewegt sich das Pferd etwas unrealistisch? Ach, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass ich nicht springen kann, finde ich interessant. Ach doch, geht doch, okay. Hallo Ruine, ich bin dein Freund. Das wäre so. Au!
Tun wir denn da Elefanten? Wäre der böse auf mich, wenn ich dorthin gehe? Okay. Etwas praktisch, wenn das Pferd kämpfen könnte. Ja, aber hauptsächlich Pfeil und Bogen aus. Also. Weg. Ja, okay. Da stehe ich mich mit da her. Bleibst du da? Ja, dann sage ich mal danke fürs Zusehen, Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Skyrim. Da geht's weiter zu unserer letzten Prüfung. Abonnieren, favorisieren, liken, kommentieren, was weiß ich alles. Tschüss, Freunde. Ohren steif halten.